herzlich willkommen. Guten Morgen zusammen. Es ist, wenn man es sehen könnte, ja, 10.19 Uhr. Wetter ist wieder super. Und ja, ich ziehe diesmal weiter, musste mein schönes Hotel verlassen. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt hier der richtige Weg ist. Ja, für mich geht es jetzt nach Limone Piemonte, kurz davor zu einem kleinen Örtchen. Ich bin zwar von hier irgendwo gekommen, aber ich weiß es auch nicht mehr so 100%. Keine Ahnung, ey. Irgendwie glaube ich, dass ich nicht richtig bin. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich von hier gekommen bin. Naja, im schlimmsten Fall muss ich halt einmal zurück. Auf gar keinen Fall bin ich von hier gekommen, ey. Wie steil, ey. Puh. Schon wieder richtig Wachmacher hier morgens. Thank you.
Ich glaube, das ist alles nicht richtig, wo ich gerade bin. Irgendwie habe ich nicht den richtigen Einstieg gefunden, ey. Ach, so ein Mist, ey. Ich bin mir sicher, dass ich nicht von hier gekommen bin letztes Mal. Den Parkplatz, wo ich vorhin stand, den habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen, aber ja, muss ich von irgendwo anders reingefahren sein oder beziehungsweise rausgekommen sein. Auf gar keinen Fall von hier gekommen. Ich hoffe nur, dass ich wieder auf den rechten Weg komme. Ja, das ist der richtige Weg. Am Mittwoch und Samstag. Ja, jetzt sehe ich gerade die Wolken. Jetzt ziehen gerade die fetten Wolken auf. Ich hoffe nicht, dass die mich noch erwischen irgendwie.
geil, voll Staub in die Fresse bekommen. Fiat Multipla. Kann auch Offroad. Ja, ich glaube, ich hatte Glück mit den Wolken bis jetzt. Sind an mir vorbeigezogen. Obwohl da vorne ist auch noch eine dicke. Ja, interessant. Man sieht heute echt viele Motorradfahrer.
erstmal eine kleine Pause machen und was essen. Mega Hunger, ey. Was gefuttert. Ich meine, bei so einem geilen Panorama macht man gerne Pause. Und dann geht's jetzt weiter. Ja, hat bis jetzt alles gehalten. Ja, von da kam ich letztes Mal. Finestre, Asieta. Ja, und für mich geht es jetzt in diese Richtung. Zivilisation. Ja, das waren jetzt, ich glaube, 60 Kilometer Offroad. Und ich glaube, um 10.20 Uhr bin ich die Passage gestartet. Dann der kurze Stopp da hinten. Lass es 30 Minuten sein. Ja, also lass es insgesamt 11 bis 13 Uhr, 2 Stunden, ja, gute 2 Stunden gebraucht, nee, ja doch, ja, ging ja doch recht flott eigentlich. Ich hätte jetzt irgendwie 3,5 Stunden eingeplant. Zwischenzeitlich auch noch mal ganz kurz die Drohne fliegen lassen. Angehalten. Fotos gemacht. Ja, die Gepäckrolle, die ich mir gekauft habe, die ist von Luis. Ich glaube, es sind 50 Liter. Ja, es gibt noch einen 70 Liter. Eine 70 Liter Rolle. Aber die war mir ein bisschen zu groß für das kleine Motorrad. Ja, aber habe alles reinbekommen, was ich so brauchte. Ich habe noch nicht mal alle Klamotten, die ich mitgenommen habe, irgendwie angezogen. Die meiste Zeit hat man ja sowieso seine Kombi hier an. Ein T-Shirt drunter. Das T-Shirt trägt man dann noch mehrere Tage, so eklig wie es auch ist. ja, aber da, also ich habe 3 insgesamt, die ich zum Runtertragen benutzen kann. Also 2 bis 3 Tage trage ich dann ein T-Shirt, also je nachdem, wie krass ich geschwitzt habe. Und dann ja, tausche ich das. Ja, ansonsten habe ich noch irgendwie 2, 3 normale T-Shirts zum Rausgehen, eine lange und eine kurze Jogginghose und normale Schuhe. Sehr minimalistisch halt. Und ja, das übrige Zeug, so Zähne, wie heißt das, Zahnbürste. Und ja, wo wir gerade vom Gepäck sprechen, dieses Hörnchen, was der da gerade drauf hatte, das ist auch sehr, sehr cool.
aber es war so teuer.